Unsere Schatzmeisterin Romy wird jetzt von hinten eine Spendenbox rumgeben. Und ja, jetzt seid ihr gefragt, Mut zur Wahrheit, raus damit. Ich halte. Du hältst? Ja. Okay. Ich sag mal du. Gerne. Du hast vor uns gesagt, wo du gewechselt bist von der SPD zur AfD, dass dir jemand gesagt hat, dass du Menschen mit Geld erfrechnest oder umgedreht. Das ist egal. Ja. Was machen denn die? Diese guten Menschen, die klatschen, ich bin jetzt mal nur in Afrika, schwarze Afrikaner, schlanke, junge Männer hierher, die eine dunkle Hautfarbe haben, dass es nicht rassistisch ist. Es ist seit 2 Millionen Jahren ist das so gewachsen. Die Evolution hat sich im Prinzip im Hinterkopf gerissen, damit die diese Typen so hinkriegen unter dieser hohen Sonne. Und unsere klatschen es ja zu mit Frau Merkel, die meint, ja, die können ja herkommen, das habe ich gesagt, und passt damit gut. So, und nun sitzen sie da, Schluss. So, und wenn die im Mittelmeer umkommen, da ist niemand da, auch von diesen Typen, die dir gesagt haben, du möchtest Geld mit Menschenleben auf. Ja? Und diese schwarzen Leute, das ist eine Tatsache, ich befasse mich sehr viel damit, diese Menschen, die werden hier nicht glücklich und nicht gesund werden, weil denen das bestimmte, die bestimmte Menge UVB-Licht fehlt. Und diese zugehangenen Frauen aus dem arabischen Land, wo es UVA-Licht in diese Kleidung eintritt, ja, und die krank werden, ja, und auch nicht alt werden unter der Burka, 45, 48 Jahre ist das Maximum. Ja. Was ist die Frage? Die Frage ist, sprichst du mit den Leuten, sind auch noch andere Leute so, wie du aufgestellt bist in Nordrhein-Westfalen? Also wir haben es in der Familie selber, ich möchte nicht darüber reden, dass ich wieder nachts nicht schlafen kann. Die ticken ganz anders als du. Gibt es noch solche Leute wie dich? Also davon gibt es natürlich jede Menge. Also gehen wir mal auf das Thema ein, mal ein bisschen länger. Also wer glaubt, dass er die Probleme der Welt in Deutschland lösen kann, der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe. Weil dafür sind die Probleme viel zu groß. Viel zu groß. Und er hat ja in der Vergangenheit auch nicht wirklich gut funktioniert so, deine Welt retten, was wir so vorhaben. Also diese ganzen Milliarden Entwicklungshilfe, glaube ich, die wir seit den 70er Jahren, Gott weiß wohin geben, hat das irgendwas bewirkt? Es hat sich irgendwas zu positiv entwickelt. In Nordafrika, im Nahen Osten, hat sich da irgendwas zu positiv entwickelt. Also ich weiß nur die letzten 30 Jahre nicht. Und unser Eingreifen in andere Länder, ich fange mal an mit Afghanistan, wo wir ja die deutsche Freiheit verteidigen. Also ich weiß nicht, was wir da verteidigen. Also wirklich nicht am Hindukusch. Das ging weiter mit dem Irak, das ging weiter mit Syrien und das ging weiter mit Libyen. Da wurde ein Land destabilisiert nach dem anderen. Und da hat nichts zu nichts gut geführt, zu überhaupt nichts. So, und die Menschen, die jetzt zu uns kommen, die kann ich selbstverständlich verstehen. Nur kommen, tun da überwiegend junge Männer kerngesund mit Geld in der Tasche. So, da kommen die Eliten und die Staaten. Die Leute, die Hilfe brauchen, die Schwachen, die Alten, die Familien, die bleiben nämlich alle da. Und denen kann man da natürlich viel besser helfen. Also so ein Platz in so einem Zelt in Essen-Kana bei mir hat im Monat 2.200 Euro pro Person gekostet. 2.200 Euro. Derselbe Platz in so einem Zelt in der Türkei kostet 30 Euro im Monat. Also da kann man viel mehr Menschen mit viel weniger Geld helfen. Und das ist für mich total einleuchtend. Also denen hier zu helfen, ist totaler Schwachsinn, totaler Schwachsinn. Und dass diese Menschen in irgendeiner Form eine Bereicherung sind für unsere Gesellschaft, ist völliger Blödsinn. Wenn wir in Deutschland irgendwann brauchen, dann sind das Hochqualifizierte. Und jetzt soll mir mal einer erklären, wie man auch so einen Flüchtling, so einen 16-, 17-jährigen Bursche, der keine Schulausbildung hat, der unsere Sprache nicht kennt, unsere Schrift nicht schreiben kann, wie man dann hochqualifiziert machen soll. Das ist eigentlich völlig unmöglich. Also wenn man maximal Energie investiert, denen die Schulausbildung gibt, eine Berufsausbildung, was wir alles nicht haben, wir haben die Lehrer nicht, wir haben die Plätze nicht, wir haben die Stellen nicht, wird das 7 Jahre dauern. Da sind sich Experten mittlerweile einig. Also über 7 Jahre optimal den fördern, würde man ihn vielleicht in der Lage versetzen, auf den deutschen Arbeitsmarkt unterzukommen. Jetzt ist für mich die Frage, aber warum soll dieser Flüchtling das in 7 Jahre machen? Warum soll er 7 Jahre aufstehen, irgendwo hingehen, 8 Stunden sich bevormunden lassen und arbeiten, und er sieht die Kollegen, die das nicht machen. Die kriegen genau dasselbe Geld wie ich. Die kriegen genau dasselbe Geld. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der wird da tatsächlich durchziehen, 7 Jahre lang. In den 7 Jahren ist er mit Sicherheit schon verheiratet und hat mindestens 3 Kinder. Jetzt kommen wir wieder auf das andere Thema. Dann geht er nämlich arbeiten, zum Beispiel als Bäcker, was wir so gerne hätten,
und stellt aber ganz bekloppt fest. Ich habe immer noch nicht mehr Kohle mit der hier sitzen geblieben ist, der gar nichts gemacht hat, der sich hier nicht integriert hat, der sich nicht angepasst hat. Also es wird nicht funktionieren. Der Faktor Mensch sagt mir das schon, es wird einfach nicht funktionieren. Und wenn jetzt ein bayerischer Ministerpräsident kurz vor der Wahl auf einmal so eine Parolen raushaut und meint, wir müssen die Flüchtlingszahl begrenzen auf 200.000, da sage ich, und das ist auch noch wahnsinnig, weil wir brauchen jetzt 200.000 weniger jedes Jahr. Wir brauchen 200.000 weniger und nicht mehr. Und dieses Signal, das Signal muss in die Welt. Diese Menschen kommen, die kommen, weil sie wissen, wenn ich jetzt schaffe, einen Fuß auf deutschen Boden zu setzen und wenn ich keinen Pass habe, dann bin ich versorgt. Dann ist das Leben für mich durch. Solange dieses Signal, dieses letzte afrikanische Bergdorf ist, solange werden die Menschen kommen. Mit allen Mitteln werden sie versuchen, zu uns zu kommen. Weil sie wissen, sie werden nicht versorgt. In dem Moment, wo wir ein anderes Signal setzen, nämlich, dass in Deutschland Goodbye-Kultur auf einmal herrscht, Goodbye-Kultur, und da Menschen wieder zurückgehen in ihre Dörfer und sagen, da bleibt da gar nichts für mich, der hat mich wieder zurückgeschickt. So lösen wir das Problem. Und nicht anders. Und du hast die Situation im Mittelmeer gerade angesprochen. Also im Mittelmeer, da ist ja der völlige Wahnsinn. Die Boote, die da losfahren, die haben ja überhaupt nicht vor, Italien zu erreichen. Das können die auch gar nicht. Die sind völlig überladen, die können gar nicht nach Italien. Die fahren los, suchen sich das erste Rettungsschiff und Kindern und werden dann gerettet. Und dabei sterben tatsächlich Tausende von Menschen. Nur die wenigen, die nicht schaffen auf die Boote, die werden nicht zurück nach Afrika gefahren, was sie machen würden, sondern mit nach Italien. Also jeder, der schafft, auf so ein Rettungsschiff unterzukommen, ist gerettet. Und der wird in Europa versorgt, das weiß der. Wenn das deutlich werden würde, das ist so einfach, gesunder Menschenverstand, dann bringt ihr einfach zurück nach Afrika. Da machen wir zweimal, dann fährt nicht ein Boot mehr los. Weil so doof sind die auch nicht. So doof sind die auch nicht. Und das macht mich jetzt so wütend, dass so ganz einfache Sachen, die jedem normalen Menschen einleuchten, dass die nicht gemacht werden. Jetzt erklären wir mal, wieso werden die nach Afrika zurückgebracht, wo sie hergekommen sind. Weil wir von Wahnsinnigen regiert werden. Ja, bitte. So umgekehrt. Ja. Wir sitzen die Wahnsinnigen hinter Gittern. Ja, mein Name ist Teichmann aus der Sächsischen Schweiz. Eine Anmerkung und eine Frage, die mich schon längere Zeit beschäftigt. Also eine Anmerkung ist, was den Klimawandel, was du so schön treffend beschrieben hast. Wir haben ja in Sachsen eine Braunkohleregion in der Lausitz und dort ist das Phänomen jetzt, dass die Bundesrepublik, also die Bundesregierung unter Gabriel, Wirtschaftsminister, entscheidet, dass die Braunkohle zurückgefahren wird. Vattenfall hat sich schon verabschiedet. Wir machen hier in Sachsen mehrere tausend Arbeitsplätze dicht. Und gleich hinter der Grenze, wenige Kilometer in Polen, wird ein neues Braunkohlentagebaugebiet erschlossen. Macht für mich klimawandelmäßig total Sinn. Das gleiche mit den Atommeilern in Tschechien, an der Grenze etc. Das wollte ich bloß als Anmerkung bringen. Also wir in Sachsen sehen das ganz genau, denke ich, ganz genauso. Mich beschäftigt eine Frage. Und zwar, wir gerade in der Sächsischen Schweiz, ich denke, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, wir ackern für die AfD, wir freuen uns darüber, dass wir einen hohen Zuspruch haben, 25% haben die letzten Umfragen ergeben in Sachsen. Das ist eine schöne Sache. Wenn ich mir dann aber Gedanken mache, die Wählerstimmen in Ostdeutschland, du hast selber festgestellt, die Ostdeutschen sind ein bisschen rebellischer, ne? Die sind noch ein bisschen motivierter, auch was zu verändern, sich nie zufrieden zu geben. Selbst wenn wir hier 50% hätten in Ostdeutschland, der Westen wacht nicht auf. Wir haben in NRW so viele Leute wie in ganz Ostdeutschland. Und wenn NRW, und gerade weil du aus NRW kommst, verzeih es mir, wenn ich das so kritisch anmerke, wie gelingt es uns, den Westen munter zu kriegen? Weil wenn der Westen bei der Bundestagswahl im September nie mitzieht, dann verpassen wir hier eine historische Chance. Und da bewegt mich einfach, und das ist jetzt die Frage, wie siehst du das als jemand von NRW? Was können wir tun, dass wir den Westen, NRW insbesondere, mobilisieren bis zur Bundestagswahl? Vielen Dank. Ja, die Frage ist natürlich wichtig. Und gerade habe ich darüber nachgedacht. Zwei Dinge sind unheimlich wichtig. Unheimlich wichtig. Dann können wir es schaffen. Dann können wir es wirklich schaffen. Im Westen wirkt die Nazi-Keule. Das ist einfach so. Die wirkt. Im Westen wählen die keine Nazis. Schluss aus. Also diese Tausenden von Leuten, die mich angeschrieben haben, ne, der Kontext war eigentlich bei allen gleich. Wir wollen, dass die Volkspartei wieder Politik fürs Volk macht. Aber uns würde lieber die Hand abfallen, bevor wir rechts wählen.
So, da ist ein ganz klarer Kontext. Uns wird eher die Hand abfahren, bevor wir rechts werden. So, meine Lösung auf das Problem ist, wenn diese angeblichen Volksparteien ihr Volk nicht mehr vertreten wollen, dann muss das verdammt nochmal die AfD machen. Die AfD muss Volkspartei werden. Das ist ganz wichtig, deswegen müssen wir uns breit aufstellen. Wir müssen wirklich raus aus der rechten Ecke und wir müssen uns breit aufstellen, in alle Richtungen. Und dann muss es auch Leute geben, die sich um Arbeit und Soziales kümmern. Und das ist jetzt wieder genau mein Thema. Also ich wurde gerade schon angesprochen, es gibt in der AfD schon sogar zwei Vereinigungen, die sich für die Arbeitnehmerschaft einsetzen wollen. Also erstmal gibt es AIDA und dann gibt es die AVA, die Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer. Also ich bin gerade dabei, den Landesverband in Nordrhein-Westfalen aufzubauen für die AVA. Und ich hoffe auch irgendwann, dass sich diese beiden Organisationen zusammenschließen. Aber ist wie überall in der AfD, ihr wisst das, wir sind eine Truppe von Rebellen. Und wenn der eine den anderen nicht leiden kann, gibt es Ärger. So, und das ist das nächste Problem. Und das ist jetzt Punkt 2. Punkt 1 ist, wir müssen raus aus der rechten Ecke. Punkt 2 ist, wir müssen uns verdammt nochmal zusammenreißen. Und selber, wir müssen an einem Strang ziehen. Die Partei muss geeint auftreten. Weil wenn die Bevölkerung irgendwas nicht mag, gerade in Westdeutschland, dann Parteien, die sich streiten. Und das ist auch der einzigste Grund, dass, wenn gerade eine totale Krise gibt, wie in NRW, und die SPD merkt, uns geht hier geht alles den Bach runter, kriegt die Ministerpräsidentin aber ein Bombenergebnis, wenn sie gewählt wird als Kandidatin. Weil dann stehen die zusammen, dann ziehen die sich zusammen, weil dann sind sie diszipliniert. Also die AfD muss anfangen, diszipliniert zu arbeiten. Und man darf sich intern streiten. Das ist auch alles richtig so. Weil, wenn wir der Volkspartei sind, haben wir verschiedene Strömungen und haben wir Leute, die verschieden ticken. Und das muss auch alles so sein. Nur das müssen wir intern ausklären. Da müssen wir miteinander reden. Diese Streitigkeiten auf Bundes- und Landesebene, die sind eine Riesengefahr. Und wenn wir es schaffen, uns geeint aufzustellen, dann schaffen wir es auch. Und ich hoffe, dass NRW jetzt die Biege kriegt. Das ist ja in NRW genauso. Diese Spaltung der Partei, das ist ja überall. Überall gibt es, ich höre nur Ärger. Das sind Dinge, die normal sind. Das ist auch nichts Schlimmeres. Weil erstmal, wir sind Rebellen, da gibt es halt Ärger. Und dann, wir sind eine junge Partei. Da gibt es auch Ärger. Das war bei den Grünen nicht anders, das war bei den Linken nicht anders. Das ist normal. Also dafür, dass die AfD erst 3 Jahre alt ist, sind wir hyperdiszipliniert. Das muss ich auch mal sagen. Also das ist eine super Sache. Nur der Faktor Zeit ist der entscheidende. Weil unser Land geht gerade vor die Hunde. Wir haben keine Zeit mehr. Und viele sagen, wir haben nicht mehr 5 vor 12 oder vielleicht schon 5 nach 12. Deswegen müssen wir uns zusammenreißen. Der Westen ist vielleicht noch zu satt. Ja, also überall da, die Umerziehung, Re-Education. Überall da, wo die Menschen die Schmerzen spüren, werden sie wach. Und ich habe jetzt die Geschichte, die ich euch jetzt erzählt habe über meinen Stadtteil, die habe ich jetzt über 30 Mal besprochen mit Journalisten und mit Kamerateams. Bin ich da rumgelaufen und habe denen das erklärt. Und kein einziger hat mich kaputt geschrieben. Also die haben alle noch eher positiv über mich geschrieben, obwohl ich jetzt in der AfD bin. Also ich bin einer wenigen AfD, die dann noch eine gute Presse hat. Und die gehen mega fair mit mir um. Weil die sehen, warum ich das gemacht habe, weil die den Schritt nachvollziehen können. Wenn du den Scheiß da wirklich anguckst im Ruhrgebiet, da siehst du, was Multikulti bedeutet. Und da siehst du, dass Multikulti keine Bereicherung ist, so aus Prinzip und immer. Jedenfalls nicht so, wie wir es hier fahren. Also Multikulti war für das Ruhrgebiet lange eine Bereicherung. Ohne Multikulti wird es das Ruhrgebiet nicht geben. Nur da hat Multikulti anders funktioniert wie heute. Da haben die gekommen sind, vom ersten Tag an gearbeitet, weil die Arbeitsplätze gab. Und die da gekommen sind, haben sich angepasst an die Mehrheit. Das hat 100 Jahre im Ruhrgebiet so funktioniert. Die letzten Jahre funktioniert das nicht mehr. Und die Schuld sind nicht die da kommen. Die Schuld haben wir. Wir haben die Schuld. Und kein anderer. Weil wir ständig so eine Scheiße labern, wie wir müssen uns anpassen, wir müssen Verständnis haben, wir müssen uns noch mehr anstrengen. Wir müssen sogar Terroristen mit Liebe begegnen. So ein Schwachsinn. So ein verdammter Schwachsinn. Solange wir so sind, dass wir ständig zurückgehen, uns schon vorher überlegen, was kann man denn noch alles tun. Also dieser Wahnsinn mit diesen St. Martins-Zügen, diese Umbenennung. Ich habe das mal recherchiert. Nicht ein Moslem hat so einen Schwachsinn gefordert. Nicht ein Moslem wäre auf die Idee gekommen, das muss jetzt Lichterfest heißen. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Da sind irgendwelche Spinner mit Gender-Lehrstühlen selber drauf gekommen, die sich ständig nur Gedanken machen, was man sagen darf, wofür man sich hier zu verhalten hat. Irgendwelche linken Ideologen beeinflussen sie total und wollen uns erzählen, wie wir leben. Ja. So, dazu der Frage. So, ich komme rum.
Ja, du meintest, dass die AfD Volkspartei werden sollte. Und, dass, und du meinst auch, dass wir noch nicht breit genug aufgestellt sind. Das heißt, uns fehlt quasi eine Art linker Flügel oder sozialer Flügel. Welche genauen sozialen Themen würdest du denn ja, uns empfehlen, die wir sozusagen mehr ansprechen sollten? Ja. Also erstmal, dieser linke Flügel fehlt nicht. Also den gab es schon lange, bevor ich in die AfD eingetreten bin. Deswegen gerade erwähnt, es gibt AIDA und es gibt die AVA. Und es gibt unheimlich viele Leute, die aus der SPD auch kommen. Also ich war jetzt am Mittwoch, wie gesagt, in Nürnberg. Also der Kreissprecher, da kommt auch von der SPD. Ich bin eingeladen nach Wiesbaden, der Kreissprecher kommt auch von der SPD. Also da, ich bin da kein Einzelschicksal. Also so, da sind schon andere schlau geworden. Ich bin nicht der Einzige, sind schon andere schlau geworden. So, soziale Themen, die wir besetzen sollten. Wir müssen über die Rente sprechen. Altersarmut wird das Problem der Zukunft werden. So, das ist ein absolutes Wahlkampfthema. So, da sagen die einen in der AfD so und die anderen so. Da muss man diskutieren. Also ich bin zum Beispiel dafür wirklich für eine Mindestrente. Aber damit meine ich jetzt nicht Mindestrente für einen, der nie gearbeitet hat. Sondern Leute, die hier gearbeitet haben und die Kinder erzogen haben, die müssen doch verdammt nochmal ein gerechtes Auskommen im Alter haben. Die kann man doch nicht mit der Grundsicherung abspalten. Also ich stelle mir dabei zwischen 12 und 1300 Euro vor. Und damit kann keiner prächtig leben. Da machen wir uns jetzt nichts vor. Aber damit kommt man wenigstens über die Runden. Weil dann mit Grundsicherung, ich kenne so viele Rentner, die liegen 100, 150 Euro bei der Grundsicherung. Die liegen noch nicht mal bei diesen 1200 Euro. Und die haben ihr Leben lang gearbeitet und die haben Kinder erzogen. So, und damit kommst du nicht mehr klar. Ein anderes Thema, ein Lieblingsthema von mir als alter Gewerkschafter, die Zeitarbeit. Die Zeitarbeit ist für mich moderne Sklaverei. Und den Scheiß hat die SPD eingeführt. Den Scheiß hat die SPD eingeführt. Ja. Und wenn man jetzt mal fragt, wie kann man die denn wirklich eindämmen, die Zeitarbeit? Also die AVA fordert zum Beispiel ab dem ersten Tag 20% mehr Lohn für Zeitarbeiter. Und nicht nach 9 Monaten den gleichen wie die SPD und hat noch als Erfolg darstellt und als besonders sozial. Das machen übrigens die meisten Länder in Europa so. Zeitarbeiter müssen einfach mehr Kohle kriegen, weil die jeden Tag woanders hingeschickt werden können. Die haben eine ganz andere Belastung. Und dadurch, dass du den Faktor verteuerst, überlegt sich der eine oder andere vielleicht doch Leute fest einzustellen. Nee, das macht zum Beispiel Sinn. So, dann so eine Sache, das Arbeitslosengeld. Dass einer, der 30 Jahre gearbeitet hat und mit 55 dann tatsächlich mal arbeitslos wird, dass der nur 18 Monate Arbeitslosengeld kriegt. Nee, genau wie einer, der fast nie gearbeitet hat. Das ist absolut lächerlich, diese Gleichmache. Da fordert die AVA zum Beispiel... Da fordert die AVA zum Beispiel 36 Monate Arbeitslosengeld 1 für Leute, die 30 Jahre gearbeitet haben. Also dieser Faktor Arbeit, dass man gearbeitet hat, das muss belohnt werden. Die Menschen müssen belohnt werden. Und da mache ich mal wieder einen Satz des sozialdemokratischen Kanzlers, hinter dem ich immer stand, hinter Schröder. Arbeit muss sich lohnen, verdammt nochmal. Arbeit muss sich lohnen. Und da müssen wir wieder hinkommen. Gibt es weitere Fragen? Es gibt ja nicht bloß die Altersrentner, es gibt ja auch die Behindertenrentner und so weiter. Und wir wissen ja alle, die bekommen ja auch nicht gerade sehr viel, die werden ja auch abgespeist, auch in den Behindertenwerkstätten werden sie schamlos ausgenutzt. Was ist denn damit? Weil es gibt nun mal viele Leute, die aus körperlichen oder psychischen Erkrankungen leider nun mal nicht am normalen Arbeitsalltag teilnehmen können. Also ich finde, da sollte auch noch viel mehr getan werden, damit das irgendwie möglich ist. Also da kann man auch noch viel mehr fördern, damit man wirklich jeden da hinkriegt. Weil da geht es wirklich auch um Menschlichkeit und auch den Menschen eine Aufgabe zu geben. Du fühlst dich doch ganz anders, wenn du was tun kannst, wenn du in die Gesellschaft integriert wirst. Das ist doch was völlig anderes. Also da kann man noch viel mehr tun, da habe ich jetzt keine konkreten Beispiele, aber tun kann man da viel mehr. Die Menschen wollen dabei sein. Also ich mache zum Beispiel was ganz Beklopptes, ich fahre seit 8 Jahren Senioren zum Einkaufen. Hey. Und die haben jetzt keinen Spaß daran, dass den einer die Einkaufssachen nach Hause bringt. Nee, die wollen selber einkaufen. Daran haben die Spaß. Die wollen selber raus, die wollen das selber noch machen, die wollen da noch Leute treffen, die wollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Das ist was ganz Wichtiges. Du musst den Menschen die Möglichkeit geben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und das aber aufrecht. Und nicht mit dem Gefühl, immer, ich bin hier ein Almosenempfänger. Nee, weil das wollen die Menschen nicht. Ganz viele Menschen wollen das nicht. Und das sind Menschen, auf die wir stolz sein müssen, auf die wir wirklich stolz sein müssen. Weitere Fragen? Du warst so lange in der SPD. Wo kann man die SPD am Wahlkampf am meisten treffen? Die Kreuze machen, ne? Also ich werde
genau die Entwicklung des Ruhrgebiets. Die werde ich da ganz genau, wie ich es hier gerade getan habe, noch viel punktgenauer und noch viel schmerzender darlegen im Wahlkampf. Und die entscheidende Frage stellen, die SPD und das Ruhrgebiet, also das Ruhrgebiet ist die Herzkammer der Sozialdemokratie. Warum habt ihr das zugelassen? Wo ist euer Aufschrei geblieben? Wo ist der Aufschrei geblieben? Ihr wart die ganze Zeit in der Regierung, in NRW und im Land. Wieso habt ihr meine Heimat, das Ruhrgebiet, so vor die Hunde gehen lassen? Warum? Das ist die entscheidende Frage. Und dann werde ich zum Beispiel unseren Ministerpräsidenten sehen, also die habe ich richtig gefressen. Die habe ich richtig gefressen. Also eine Landesmutter, das müsst ihr euch mal vorstellen, eine Landesmutter, die nicht dazu in der Lage ist, Opfern sexueller Gewalt, mal so ein bisschen Empathie entgegenzufinden, dass ich mal eine Entschuldigung abzuringen oder die mal im Arm zu nehmen. Also Köln, die massivsten sexuellen Übergriffe seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Köln. Und da hat gar nicht stattgefunden. Also nach Hannelore Kraft hat er ein bisschen mehr stattgefunden. Und nachdem da doch irgendwie alles nicht mehr zu leuchten war, hat sie sich nicht entschuldigt bei irgendjemandem, mal mit irgendeiner Frau ein Gespräch geführt, gar nichts. Ein halbes Jahr später in einem Untersuchungsausschuss, wo die Frage geklärt worden werden sollte, wann die was wusste und wegen der Totschweigerei, hat sie sich tatsächlich, weil sie gezwungen wurde, mal eine Entschuldigung abgedrungen. Ein halbes Jahr später. Und hat sich damit rausgeredet, ja, sie hätte ja keine psychologische Ausbildung. Sie könnte ja nicht so Gespräche führen. Also ein Politiker, der nicht dazu in der Lage ist, irgendwelchen Opfern von Katastrophen, die mal einfach in den Arm zu nehmen, um mal zu sagen, Mensch, tut mir leid, und wie geht dir das? Also der ist für mich falsch. Und eine Landesmutter hat das Recht, wirklich. Also die hat völlig den Job verfehlt. Ja, ganz wichtig. Das als Entschuldigung. So, hier vorne ist gleich eine Frage. Ich habe mal eine Frage, wie wird innerhalb der SPD die Agenda 2010 von Schröder und Konsorten beurteilt? Also für die SPD ist es das Schlimmste, was hier passieren konnte. Ich sage euch da was anderes. Das wird euch jetzt vielleicht wundern. Die Agenda 2010, da war ich voll dahinter. Da war ich voll dahinter. Weil Schröder hat tatsächlich mal was angepackt. Schröder hat unser Land zukunftsfähig gemacht. Wir haben unser Land zukunftsfähig gemacht. Weil eins glaube ich. Ich glaube daran, dass wir unseren Kindern keine Schulden hinterlassen sollen. Wir müssen unseren Kindern ein Land hinterlassen, das wettbewerbsfähig ist. Und das hat Schröder geschafft. Das hat die Agenda 2010 wirklich geschafft. Also dass Merkel die ganze Zeit so wunderprächtig regieren konnte, das hat die dem Schröder zu verdanken und die Reformen, die der eingeführt hat. Also ich bin stolz auf die Agenda 2010. In Sachen Hartz IV wurden viele Punkte gemacht, die habe ich gerade angesprochen, die nicht gut waren. Aber ich bin mir sicher, die hätte man auch korrigieren können. Weil wenn man so etwas Großes macht, so einen Schnellschuss, wenn man was macht, dann macht man auch Fehler. Das ist ganz normal. Aber jeder, der ein bisschen clever ist, tut die Fehler dann hinterher auch schnell wieder korrigieren. Und das wurde versäumt. Die Fehler wurden nie korrigiert. Die Fehler bei der Zeitarbeit wurden nie korrigiert. Die Fehler beim Arbeitslosengeld 1 wurden nie korrigiert. Die Fehler bei der Rente wurden nicht korrigiert. Diese ganzen Fehler wurden nicht korrigiert. Und das war der Fehler. Nicht grundsätzlich die Agenda 2010. Die Agenda 2010 hat unser Land heute zu dem stärksten Land in Europa gebracht. Deswegen sind wir heute das stärkste Land in Europa. Wegen nichts anderem. Das war nur die Agenda 2010. Ich komme rum. Du hast aus Sicht der SPD erklärt, wie wir die am besten im Wahlkampf treffen können. Als langjähriges SPD-Mitglied hast du mit Sicherheit dich auch mit der CDU befasst. Und wie würdest du sehen, worauf sollen wir da abheben, mit Ausnahme des Flüchtlingsthemas? Das ist ein Selbstläufer und das können wir auch an Merkel festmachen. Auch im sozialpolitischen oder in, sagen wir mal, diesem Wendecharakter, den Merkel immer wieder hat, Klimawandel, Energiepolitik, Rentenpolitik, wo ist die Schwachstelle im Hinblick jetzt auch auf das Klientel, sagen wir mal, im Westen, in Nordrhein-Westfalen? Ja, die CDU ist ein bisschen ein schwierigeres Thema. Die CDU hat tatsächlich, da mag man sich wundern, mehr Leute von der Basis in der Partei wie die SPD, die da was zu sagen haben. Also die CDU hat tatsächlich noch viele Handwerker, hat noch kleine Unternehmer, hat noch ganz viele Bauern, die auch schon größere Unternehmen führen, die aber noch halbwegs wissen, was das Volk tickt. Und die drehen über die Politik von Merkel gerade völlig durch. Die sind total angefressen. Allerdings sind die auch extrem treu. Das muss man auch sagen. Also gerade im Ruhrgebiet haben die unheimlich lange darunter gelitten, dass die SPD die absolute Mehrheit hat und die im Prinzip gedrückt haben.
Nee, die auch so ein bisschen lächerlich gemacht. Also bei mir im Stadtteil, jetzt bei der letzten Wahl, hat die CDU 14% geholt. 14. Nee, also die findet da nicht wirklich statt. Im Essener Süden ist das anders. Im Essener Süden, wo die Reichen und Schönen wohnen, ist das anders. Da werden die gewählt. Aber die sind noch sehr, sehr treu. Und im Prinzip denken die sich, boah, bis auf die Flüchtlingspolitik hat die Merkel eigentlich alles richtig gemacht. Das ist so das Grundgefühl der CDU, Leute. Also doch, bei uns im Ruhrgebiet schon. Bei uns im Ruhrgebiet schon. Das ist schon so. Das wird also schwieriger. Also der Schlüssel zum Erfolg für mich im Ruhrgebiet sind die Millionen enttäuschter SPD-Wähler. Das ist eine Riesenklientel, weil auch wechselbereit ist. Und dann haben uns auch sämtliche Erfahrungen jetzt bei anderen Wahlen gezeigt. In Meckpomm und in Berlin, die Arbeiterschaft hat jetzt schon überwiegend AfD gewählt. In Meckpomm 33%. 33% der Arbeiter haben AfD gewählt. In Berlin waren 28. Und das ist deutlich mehr wie SPD. Also da haben wir ein riesen Klientel. Für die CDU, tut mir leid, da bin ich jetzt nicht der Spezialist, weißt du, da frage ich mal den CDU-Mann. Er kann dir das besser sagen, wo die ihre Schwächen haben. Ist immer gut, wenn man einen kennt, anhand der sich auskennt. Also ich kenne mich bei SPD aus. Kurze Frage von mir, wo an die Runde jetzt, wo ist denn die Spendenbox jetzt gelandet? Hier. Ja, hier. Ach. Ist vorne angekommen. Sehr gut. Gut, jetzt erstmal weiterhin Fragen. Ja. Ich habe eine Frage. Wie wollen wir denn im Wahlkampf den kleinen Leuten klar machen, dass die AfD auch eine Partei ist? Könnt ihr mich verstehen? Ja. Dass die AfD eine Partei ist, auch für die kleinen Leute. Wie machen wir das? Dass sie eben mehr Vertrauen haben. Man hört ja sehr oft gerade beim Verteilen von Faltblättern, was tut ihr denn da? Die müssten eigentlich von uns mehr hören, Leute, wir sind auch für euch da. Und das und das und das ist unser Programm. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja, miteinander reden. Miteinander reden. Wir müssen raus. Die Menschen müssen uns sehen. Also ich habe jetzt teilweise so erlebt, dass die AfD auch so ein bisschen so ein Geheimbund ist. Eben weil sie Angst haben. Angst haben vor der Antifa, Angst haben davor, Angst. Ich habe Angst, Probleme auf den Job zu kriegen. Also im Westen ist es schon so. Im Westen gibt es viele, die haben Schiss. Ich habe Angst wegen meinem Job, ich habe da Angst. Deswegen wohnen die nicht so wirklich raus, nicht bekennen zur AfD. Also sich den Schritt zu wagen, sich zur AfD zu bekennen, ist im Westen noch ein bisschen was schwieriger. Und das bricht gerade weg. Das bricht gerade wirklich weg. Sogar die Presse fängt an umzudenken. Also die Journalisten, mit denen ich mich unterhalte, die sagen mittlerweile ganz offen, die glauben selber, dass sie was falsch gemacht haben mit der Flüchtlingskrise. Dieses nur Rosa-Rote, dieses nur Schöne. Also es werden ganz, ganz viele Menschen schlau. Und wenn wir es schaffen, diese ganzen Vorurteile loszukriegen, weil ich mache das mal wieder ganz platt, dann ist ja ganz schön, so als AfDler, da wissen wir ja alle, wir sind homophob, wir sind antisemitisch, wir sind rassistisch und frauenfeindlich. So, das wissen wir alle. Also, so begrüße ich die Reporter übrigens. Hallo, ich bin hier der antisemitische, homophobe Freund von den Rassisten. Da wissen die schon mal Bescheid. Ne? Ist ja immer gut, wenn man drüber spricht. Ne? Ist ja immer gut, wenn man drüber spricht. So, nur wenn man da mal hinterguckt, bleibt da ja nichts von über. Da bleibt da nichts von über. Überhaupt nichts. Allerdings, so Flüchtlinge, ne? So aus Nahen Osten und Nordafrika. Also da kann der eine oder andere bei sein, der homophob, antisemitisch, frauenfeindlich und rassistisch ist. Das könnt ihr mir glauben. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Die Linken haben gerade genau die Menschen in unser Land geholt, die sie absolut nicht wollen. Genau die mit der untoleranten Einstellung. Weil ich bin ein toleranter und freiheitlicher Mensch. Und ich glaube daran, nur wenn mir einer gegenübersteht, der nicht tolerant und freiheitlich ist, dann habe ich ein Problem mit meiner Toleranz und Freiheitlichkeit. Dann ziehe ich nämlich den Kürzeren. Ja, ziehe ich nämlich den Kürzeren und muss einen Schritt zurückgehen. Und zwei und drei und vier. Und irgendwann falle ich die Klippe runter. Und das möchten wir hier nicht. Deswegen, wir müssen reden, wir müssen dran glauben und wir müssen kämpfen. Nur so können wir es schaffen. So, weitere Fragen. Ich sehe gerade, dass sich auch die junge Alternative hier zu Wort meldet. Herr Reil, Sie besprachen gerade die Zustände in der SPD, die seit Jahrzehnten wahrscheinlich schon so sind, dass die Leute, die arbeiten, die Leute, die Leistungen erwirtschaften für unser Volk, für unser Land, wahrscheinlich immer an der Basis stecken bleiben und dass jene, die eben mal angefangen haben zu studieren und das höchstwahrscheinlich dann abgebrochen haben, nach oben kommen. Und die gesamte Ausführung, die Sie vorhin gebracht haben, hat mich trotzdem auch an die AfD erinnert. Sei es nun in NRW, sei es in Sachsen, sei es in Hessen, in Bayern.
Also in vielen Landesverbänden, denke ich mal, haben wir teilweise schon ähnliche Strukturen wie die, die Sie aus der SPD beschrieben haben. Und doch, es ist so. Nicht so destruktiv. Nein, das ist nicht destruktiv, es ist so. Und dann wurde jetzt gesagt, wir dürfen uns öffentlich nicht streiten. Wir dürfen uns aber teilweise auch schon innerparteilich nicht mehr streiten. Es dürfen bestimmte Dinge nicht mehr angesprochen werden, eben genau das, was ich gerade getan habe. Also wir haben teilweise schon Strukturen, wo Menschen gefördert werden innerhalb der AfD, innerhalb der JA, wo Leute hochkommen, die eben tatsächlich noch nie was geleistet haben und die aber sehr gut funktionierende Parteisoldaten sind. Ich denke mal, Sie werden das auch in NRW schon erlebt haben. Wie gehen wir denn gegen solche Zustände in der AfD vor, damit das nicht zu einem größeren Problem wird, an dem die SPD hoffentlich zugrunde geht? Ja, die Frage ist natürlich wieder schwer. Aber da kann ich trotzdem was Schönes zu sagen. Gerade zu den Dingen, die da so in NRW passieren und die uns da so unterstellt werden. Also ich finde schon, dass die AfD kernbasisdemokratisch ist und dass sie da noch gut funktioniert und dass da jeder alles sagen kann. Ja, wenn die Parteitage, die ich da erlebt habe, und die Art und Weise, wie die Kandidaten da aufgestellt wurden. Also wir haben es jetzt geschafft, 39 Kandidaten zu wählen. Und dafür haben wir 4 komplette Wochenenden gebraucht. 8 Tage. Weil da eben viel diskutiert wurde, weil er basisdemokratisch war. Und das beste Beispiel dafür, dass es absolut basisdemokratisch ist, ist, dass ich auf dieser Liste stehe. Weil der komplette Landesvorstand wollte mich nicht. Ach, was? Mich nicht? Und jetzt, ja, jetzt nicht Ruhe. Jetzt nicht, weil die mir Böses wollen. Es gibt ja die sogenannten WhatsApp-Protokolle. Da wurden die Absprachen gehalten. Ne? Also, so Absprachen sind was völlig Normales. Für mich ist das Kindergeburtstag. So, alles, was da drin stand in diesen WhatsApp-Protokollen, waren strategische Überlegungen. Da haben zum Beispiel Leute zu Recht so Ideen gehabt, wie: Mensch, der ist 3 Jahre dabei, wie soll man das den Leuten der ist 6 Monate dabei, wie soll man das den Leuten erklären, die 3 Jahre dabei sind, die an den Infostätten waren, die Repressalien erlitten haben und und. So, dann gab es so Überlegungen: Ja, Mensch, was ist das denn, wenn da rein U-Boot ist? Was ist denn, wenn dem auf einmal 4 Wochen vor der Wahl anfängt, dass innerhalb von denen doch mal alles Nazis sind? Ich meine, das kann ja alles passieren, so Überlegungen, das ist doch nichts Böses, so Überlegungen zu haben. Das ist, was ist, wenn der in den Landtag gewählt wird und haut dann sein Mandat sofort weg? Und all so Dinge, da kann ich keinem für böse sein, dass sie sich solche Gedanken machen. Also das sind für mich politische, strategische Überlegungen gewesen. Da hat mich keiner beschimpft oder niedergemacht, die haben immer schön brav heralgeschrieben und Überlegungen, die ich alle, wie gesagt, nachvollziehen kann. Und da bin ich übrigens auch in meiner Vorstellungsrede in NRW drauf eingegangen, auf all diese Bedenken. Also ich kann jeden verstehen, der mich kritisch sieht und der da Bedenken hat. So, und trotz all dieser Bedenken habe ich hier auf die Liste geschafft. Und das ist basisdemokratisch, das ist kernbasisdemokratisch. Und da bin ich stolz drauf. Und deswegen finde ich auch, dass ich richtig in der AfD bin. Wirklich. So, und jetzt mal ganz spannend. Jetzt gehen wir nochmal drauf auf das Establishment und Parteisoldaten. Da hat die AfD sich lange Gedanken gemacht, wie können wir das denn verhindern. Da gibt es bei euch in der Satzung, gibt es den Beschluss, du musst mindestens 5 Jahre gearbeitet haben. Nee, sonst darfst du nicht kandidieren. Also in NRW haben die da durchgezogen. Also ein sehr aktiver, junger AfDler in NRW, der dann in Eckart, der sehr engagiert ist, hat er nicht auf die Liste geschafft. Genau mit der Argumentation. Der ist noch Student, du bist Student, du kommst nicht auf die Liste. Also das hat funktioniert. Ob das unbedingt alles immer so richtig ist, weiß ich nicht. Also der entscheidende Faktor, wie das Establishment der Partei Macht ausüben kann, ist über sein Personal. Das habe ich gelernt. Also über ihr Personal üben die Macht aus. Also wenn ihr mich jetzt fragt, wenn ihr das wirklich verhindern wollt, dass ihr werdet wie die Altparteien, müsste vielleicht ein Beschluss gefasst werden, dass das grundsätzlich so ist, dass das Parteipersonal Parteipersonal bleibt. Dass das Personal nicht gleichzeitig in die Vorstände darf. So, dann habt ihr das nämlich getrennt. Und ich sage euch aber auch, dann werdet ihr aber auch wieder Menschen Unrecht tun. Weil alles, was Vorteile hat, hat auch Nachteile. Zum Beispiel der Landesgeschäftsstellenführer in NRW, der steht zum Beispiel auch auf dieser Liste drauf. Und der hat dann auch verdammt verdient. Also für den wäre das wieder eine riesen Ungerechtigkeit. Da hat einer für ganz kleines Geld jahrelang tolle Arbeit für die AfD geleistet. Also das ist alles, immer hat alles 2 Seiten. Aber grundsätzlich glaubt mir, das Problem ist das Personal. Wenn ihr das Personal habt, das gleichzeitig in den Vorständen sitzt und euch noch in den Parlamenten vertritt, dann habt ihr verloren. Das darf auf keinen Fall passieren. Weitere Fragen? Ganz kurze Frage. Sie haben es ja selber gesagt. Ihnen kommt eine Schlüsselrolle zu.
sowohl in dem Landtagswahlkampf jetzt als auch in dem Bundestagswahlkampf, haben Sie sich denn schon freigestellt von der Arbeit für die nächsten 9 Monate? Ja, also ich habe Nachtschicht. Das hilft schon mal so ein bisschen, deswegen habe ich meine politische Arbeit auch bis jetzt ganz gut hingekriegt. Ne? Also, das hilft ein bisschen. So, ich habe allerdings meinen kompletten Jahresurlaub und im Bergbau hat man viel Urlaub jetzt schon mal eingeplant für den Landtagswahlkampf. Also habe ich 2 Monate komplett frei. 2 Monate vor dem Landtagswahlkampf habe ich frei. Die Landes-AfD organisiert gerade eine spezielle Tour, Guido Reil und Tour. Ich werde in jeder Stadt auflaufen, 2 Veranstaltungen am Tag machen. Ich werde alles geben, was ich kann. Ne? Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe hier eine Frage. Ja. Hallo Guido, ich hatte eine Frage und zwar, wie siehst du dich zur Landtagswahl, zur Bundestagswahl in NRW? Wie sind euch aufgestellt? Die Wahlergebnisse, wie sind die deine Hochrechnungen? Also die Meinungsumfragen in NRW sind gerade sehr traurig. Die sagen was von 9%. Die sagen was, also im Sommer lagen wir noch bei 12, jetzt liegen wir noch bei 9, sagen die Meinungsumfragen. Also ich sehe Potenzial locker über 15%, locker über 15%. Allerdings unter der Voraussetzung, wir schaffen es, aus der rechten Ecke rauszukommen und wir hören auf, uns zu streiten. Das ist das Allerwichtigste. Und wir machen jetzt endlich einen professionellen Wahlkampf. Weil ich möchte ab Anfang Januar Wahlkampf machen und nichts anderes. Wir haben nur noch Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf. Und ich möchte mich nicht mehr mit irgendwelchen Querelen und Streitigkeiten in der AfD beschäftigen. Überhaupt, da möchte ich nichts mehr von hören. Ich möchte mich nur noch und ausschließlich mit dem Wähler beschäftigen. So, und dann kann es uns gelingen. Und langfristig, Perspektive in 4 Jahren, reden wir von 30-40%. Genauso wie alle anderen bösen Rechtspopulisten in ganz Europa um uns herum. Das ist nämlich das Potenzial in der Bevölkerung. Weil die Bevölkerung hat in jeder Industrienation der Welt, in jeder Industrienation der Welt die Schnauze voll. Einfach nur die Schnauze voll von ihren Eliten. Und deswegen hat diese Partei ein wahnsinniges Potenzial. Und ich werde alles dafür tun, damit wir es schaffen, gemeinsam dieses Potenzial abzurufen und wirklich was zu verändern. In Deutschland und in Europa. Die Frage direkt dazu. Rückfrage. Ich will nur mal nachfassen. Ich muss kurz berichten, wir waren in Mannheim, waren wir zur Wahlkampfunterstützung. Mannheim ist eine ähnliche Sozialstruktur wie NRW. Wir will bloß Mut machen. Wir haben die Stadt dann verlassen nach unserem Wahlkampf. Wir haben die irgendwo aus unserer Sicht aufgegeben. Und Potsdam aus, der Wahltag war dann unser Kandidat Rüdiger Klose, Direktkandidat, hat dort 32%, hat das Direktmandat geschafft. Mut, vorwärts schreiten, es gibt ein Riesenpotenzial. Also, das, weil die Einheimischen, die merken diese Bedrohungslage, die Stadtteile haben sich dort sortiert, Parallelgesellschaften haben sich dort gebildet, das wirst du von deiner Heimat auch kennen. Und da die Leute ansprechen, da ist ganz viel drin. Also hier noch ein Zuspruch. Weitere Frage, ich würde sagen, noch so 4 Fragen ungefähr. Am besten Leute, die noch nicht dran waren jetzt, dass die auch die Chance haben. Ja, für mich gibt es ein ganz großes Problem bei der ganzen Diskussion. Das ist die Frage, dass man bei der AfD doch wieder will, dass wir uns mehr besinnen auf das, was wir selber sind, auf unsere eigene Kultur, auf unsere Gesellschaft, auf das, was sich seit Jahrhunderten entwickelt hat. Und das bedeutet letztlich eine Berufung auf das Nationale. Und genau das ist das Problem, wenn jetzt man das deutlich sagt, dann wird man ja immer gleich in die Nazi-Ecke gestellt. Oder man ist ein Rassist. Das ist für mich ein Konflikt, der ganz schwer lösbar ist. Vor allem, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die also so ambivalent denken und dann natürlich auch sehr schnell wieder anders beeinflusst werden und sagen, um Gottes Willen, ja nicht die AfD wählen. Und die Politik in Berlin, die ist ja darauf gerichtet, uns in diese Ecke zu stellen. Kurz die Frage. Ja, ja, und ich frage mich, wie löst man diesen Konflikt? Also die Antwort habe ich gerade schon leise gehört. Es ist kein Konflikt. In der ganzen Welt, in jedem Land ist es kein Konflikt. Warum sollte denn Deutschland verdammt nochmal ein Problem sein? Warum ist es hier ein Problem, dass man stolz ist auf sein Land und auf seine Kultur? Warum nur bei uns? Also mein Vater und mein Opa, ne, Ursozis,
Die waren sowas von stolz darauf, unser Land aus Trümmern wieder aufgebaut zu haben. Das konnte ich mir gar nicht glauben. Die waren strotzstolz auf ihr Land. Und auf ihre eigene Leistung. Und mein Opa hat sich auch Zeit seines Lebens als Preuße gefühlt. Nordrhein-Westfalen war der nie, der war immer Preußen. Hat er Spaß dran gehabt. Ja. Und das ist auch nichts Böses. Da kann man auch mal offen drüber wieder reden. Also wir müssen weg, wir müssen, ja natürlich wissen wir, wo das herkommt. Ja. Wir wissen alle, wo das herkommt. Und natürlich ist es, also einen schönen Bericht hatte ich im kanadischen Fernsehen gesehen, auch zum Thema Flüchtlinge und Merkel. Da haben die Experten im kanadischen Fernsehen ganz offen über eine Psychotherapie fürs deutsche Volk gesprochen. Über eine Psychotherapie fürs deutsche Volk. Und genau so ist das bald. Und damit muss irgendwann Schluss sein. Mein Gott, der Zweite Weltkrieg, der Dritte Reich, das waren dunkle Jahre in unserer Geschichte. Aber ich glaube wirklich, dass wir das verstanden haben. Deutschland hat was verstanden. Und auch unsere besondere spezielle Schuld haben wir verstanden. Aber das ist kein Grund, 70 Jahre später sein Land kaputt gehen zu lassen. Wirklich nicht. Das ist kein Grund, unser Land vor die Hunde gehen zu lassen. Und da muss man auch ganz deutlich sagen, wir sind gerne Deutsche. Und auch der Begriff der deutschen Leitkultur, der ist vollkommen richtig. Und der ist nicht auch in jedem anderen Land so. Wir sind Deutsche. Und jeder, der hierher kommt, hat sich zu integrieren. Bei uns und nicht wir bei ihnen. Weitere Fragen? Da gebe ich dir völlig recht. Das Problem ist nur gerade, das ist ja die rechte Ecke, wo uns alle hinstellen. Das ist ja schon rechts. Und du hast schon gesagt, dass eben gerade diese rechte Ecke nicht gewählt werden wird in Nordrhein-Westfalen oder im Westen generell. Also wie willst du diese richtige Einstellung raus aus der rechten Ecke kriegen? Also ich versuche auf meine ganz spezielle, charmante Art einfach mal lustig zu machen. Ich mache die einfach lächerlich ohne Ende. Ich mache die voll lächerlich. Ich mache das mit meinem Zigeuner. Ein bisschen politisch Körper, das hilft vielleicht. Weil wenn man drüber lachen kann, ist man nicht ganz so böse. Weil man kann den Wahnsinn nur noch mit Humor aufnehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, die Menschen sehen das ein. Weil diese Grundstimmung, dass hier irgendwas krumm läuft, da haben ganz, ganz viele Menschen. Das ist unheimlich verbreitet. Und diese Manipulation der Medien, das funktioniert auch alles nicht mehr. Facebook ist heute so ein starkes Medium, wo sich jeder informieren kann. Die Geschichte, die ich euch erzählt habe, mit meinem Smartphone. Einfach mal eine Frage reinsprechen auf Google, da kriegt ihr die deutschen Antworten. Und von normalen Presse, nicht von der Nazi-Presse. Also die Menschen lassen sich heute nicht mehr für dumm verkaufen. Und die werden wach. Und die Flüchtlingskrise, das war im Prinzip vielleicht sogar was Gutes, weil man muss sich dazu vorstellen, auch bei mir. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie der Frosch in dem Wasser, man immer heißer wird und heißer wird und heißer wird. Aber weil eben langsam heißer wird, springst du nicht raus. Die Flüchtlinge, das war der Knall, der zu viel wurde. Ich bin da rausgesprungen. Da habe ich gemerkt. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen werden schlau. So, noch zwei Fragen. Die eine wurde gerade wieder abgewogen. Ja, ich hätte ganz gerne nochmal was fragen. Und zwar... Ja, alles klar. Und zwar, es gibt ja in Berlin einen AfD-Vorsitzenden, Pazderski oder so irgendwie heißt der. Nein, der heißt so. Ja, okay, gut. Okay, die Äußerung von ihm, die mir nicht gefallen hat, und deswegen eine Frage an dich. Wir brauchen Qualität und nicht Quantität als Mitgliedern. Das gefällt mir nicht. Und dann ist dieser Niklas Fest, der dort oben Journalist und so weiter dort eingestiegen ist oder einsteigen will, der erstmal abwarten will, wie die AfD sich nächstes Jahr aufstellt und dass die NATO ein Wunderwerk ist. Da hätte ich mal gerne eine Antwort dafür, was du davon hältst, von diesen Äußerungen. Also zu den Mitgliedern der AfD. Ich weiß, dass es im Moment Riesenprobleme gibt, in diese Partei reinzukommen. Also in NRW gibt es, glaube ich, mehr Leute, die rein wollen, wie die drin sind. Also bei uns in Essen ist es jedenfalls so. Die Bearbeitung dieser Anträge ist sehr schleppend. Teilweise vollkommen zu Recht, weil natürlich müssen wir die Leute überprüfen. Es werden persönliche Gespräche geführt, die werden teilweise noch im Internet überprüft, ob sie wirklich irgendwelche Rechtsradikalen vorher mal aufgestellt waren. Oder Linksradikale, wie ich wurde ja auch überprüft, ne? Bin ja auch eine potenzielle Bedrohung. Also grundsätzlich ist es richtig. Allerdings, wenn das Gefühl aufkommt, dass man hier so wirklich überhaupt keinen mehr reinlassen will, oder wirklich nur noch handverlesene Leute, die persönlich mit irgendwie bekannt sind,
dann wird es immer gefährlich. Dann kommt nämlich auch wieder Geschmack auf. Dann fragt man sich nämlich auch, ob das so basisdemokratisch ist. Also eine Partei, gerade eine Volkspartei, lebt von ihren Mitgliedern. Die sind die Stärke der Partei. Und das sind auch die, die auf der Straße sind, nachher die Wahlkämpfe machen. Und das sind die, die kommunizieren. Weil das Wichtigste ist, dass man Menschen hat, die kommunizieren, die positiv sprechen. Weil jeder hat Bekannte, hat Familie. Hey, so funktioniert eigentlich eine Volkspartei. So, Mitglieder, es muss viele, viele Mitglieder geben, die darüber sprechen. Ich bin in der AfD, ich bekenne mich dazu. Und das gibt ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die das gerne tun würden, aber Probleme haben, reinzukommen. Und das sehe ich als Problem, wirklich. Und wenn man anfängt, sich die Leute auszusuchen, wen sie denn da jetzt gerne hätten, das kann auch nicht richtig sein. Also es sind, glaube ich, im Moment die verschiedensten Gründe, warum er so schleppend ist. Es sind immer viele Gründe. Ist das ein NRW-Problem? Ja, weiß ich, ich glaube, das ist generell so, oder? Das ist generell so ein Problem. Also die Frage müsst ihr euch wirklich stellen. Sind wir denn wirklich basisdemokratisch, was wir so unbedingt sein wollen, wenn wir die Menschen, die rein wollen, aussieben? Die Frage müsst ihr euch selber stellen. Wenn wir die Leute aussieben von vornherein, sind wir dann so basisdemokratisch? Natürlich, ich habe doch immer gesagt, man kann immer alles von beiden Seiten sehen. Ja, wenn erstmal so ein Verrückter drin ist, kann der extrem viel Palaver machen und es schwer rauszukriegen. Das ist auch wieder so. Also, das ist alles nicht ganz unberechtigt, dass man Leute genau überprüft. Nur, wir müssen Menschen mehr, wir müssen mehr werden, wir müssen wachsen, da können wir nur über unsere Mitglieder. So, da hinten ist noch die letzte goldene Frage, auch wieder von der JA. Ja, Herr Reil, Sie haben ja vor uns gesagt, Sie sind in Schalke geboren und in Essen Stadtrat. Und jetzt würde mich interessieren, für welchen Fußballverein Sie hier abstimmen. Nichts Falsches sagen. Nein, Schalke, klar. Ja, okay, das ist jetzt so. Vielen Dank als Dynamo-Fan, herzlichen Gruß. Genau, und wir auch. Ich wollte noch ein Thema ansprechen, was uns hier im Osten besonders bewegt. Und da interessiert mich, wie du selber tickst, beziehungsweise auch NRW. Und zwar das Thema Russlandpolitik und NATO. Die NATO marschiert jetzt mit extrem viel Militär, Streitkräften. Heute war wieder zu lesen. Und gestern 4000 NATO-Soldaten ziehen an die russische Grenze. Wir haben zur Wendezeit dem Russen im Zuge des Abzugs aus Ostdeutschland versprochen, dass sich die NATO nicht erweitert Richtung Osten. Jetzt zieht die Bundeswehr sogar Richtung russische Grenze. Und die Sanktionen sind heute in den Nachrichten gekommen, dass die Sanktionen mit Russland noch ein halbes Jahr verlängert werden. Die ostdeutsche Wirtschaft leidet sehr darunter. Aber ich denke auch, Wirtschaftsbeziehungen sind der beste Friedensgarant. Und da interessiert mich ganz besonders, wie tickt dort der Westen und wie tickst du dazu zu dem Thema? Vielen Dank. Ja, sogar zu dem Thema habe ich ganz spezielle Einblicke, weil meine Frau ist Russin. Ja, deswegen habe ich da besondere Einblicke. Und, ja. Russland gehört zu Europa. Und die erzählt mir dann auch so, was sie zum Thema Ukraine hält. Und es ist vollkommen richtig. Wir haben vertraglich zugesichert, dass wir uns aus der Ukraine raushalten, 1990. Das war nämlich der Deal für die Wiedervereinigung. Da gab es eine ganz klare Interessensphäre und wir haben uns vertraglich vereinbart, dass wir uns da raushalten. Und dass die Regierung da gestürzt wurde, das war wirklich mit Unterstützung des Westens. Also diese ganze Krise wurde da gesteuert. Da bin ich fest von überzeugt. Und diese ganzen Sanktionen, hast du richtig gesagt, die schaden uns, nicht Russland. Diesen Wahnsinn, den wir da betrieben haben, schadet nur der deutschen Wirtschaft. Also die Russlandpolitik halte ich für grundfalsch. Ich will jetzt Putin nicht zum Heiligen machen. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Da gibt es auch viele Verhältnisse, die mir auch meine Frau erklärt hat, die da gar nicht schön sind. Das ist gar keine Frage. Aber dass das für uns eine politische Bedrohung ist, so sehe ich das überhaupt nicht. Russland ist für uns ein Partner. Natürlich. Meine Meinung. Der Partner. Der europäische Partner. Und bedroht von Russland militärisch fühle ich mich jetzt überhaupt nicht. Also überhaupt so Gedanken zu haben, ist schon vollkommen schwachsinnig. 25 Euro. Das ist völliger Unsinn, so einen Blödsinn noch zu verzapfen. Wahrscheinlich viel zu lange Ruhe schon. Also der Einzige, von dem ich mich in Europa bedroht, fühle ich Erdogan. Von keinem anderen. Der ist nämlich wirklich verrückt. Und der will die Expansion.